Linea audibilis, die hörbare Linie. In meiner einführenden Geste zog ich mit einem Spazierstock eine Linie durch den Raum, die sie alle hörten, aber sie konnten sie nicht sehen. Noch immer vernehmen sie den Klang dieser Linie in ihren Ohren, aber die Linie verbleibt im Unsichtbaren. Wir sind umgeben von Dingen, die wir sehen, aber nicht hören können. Von Dingen, die wir riechen, aber nicht fassen können. Dinge, die sich letztlich unserem Zugriff entziehen. Dinge, die uns fremd sind, unangenehm. Dinge, die wir gar nicht haben wollen. Dinge, die widerspenstig sind. Absurd, abgründig. Im Laufe unserer Geschichte haben wir Instrumentarien und Institutionen entwickelt, von denen wir glaubten, dass sie dieses unverständliche Umfeld um uns herum uns etwas näher bringen, es verständlicher gestalten. Eine solche Institution könnte der Deutsche Wetterdienst sein. Immerhin, die Meteorologen versuchen mit all ihrer Erfahrung, uns das flüchtige Wetter etwas näher zu bringen. Aber es sind die Meteorologen, die die Probleme kennen mit dem Umgang des Flüchtigen. Sie wissen, dass Wettervorhersagen durchaus auch sehr kurzlebig sein können. In einem Umfeld, in dem wir mehr und mehr daran glauben, dass wir eigentlich fast alles entdeckt haben, alles wissen, alles kennen, ja, dass es wir sind, die alles in Bewegung setzen, in einem solchen Umfeld kommt einem Prinzip der Kunst eine ganz besondere Rolle zu, nämlich das Unbekannte, das Unsichtbare, das Absurde wieder mitzudenken. Allerdings in ihrer Sichtbarkeit und auch Fassbarkeit ist die Kunst letztlich nicht verständlich. Auch sie entzieht sich am Ende unserem Zugriff. Es ist nicht die Aufgabe der Kunst, verständlich zu sein im Sinne einer semantischen Logik. Ihre Logik ist eine andere, nämlich dem Gegebenen, dem scheinbar Nahen und Verständlichen, etwas anderes zur Seite zu stellen, um so das Gegebene anders sichtbar zu machen, um vielleicht darin etwas anderes zu erkennen, zu entdecken. Hierin sehe ich die vielbeschworene Gesellschaftsrelevanz der Kunst. Also, nicht das Geplappere, das wir schon auf den Straßen täglich vernehmen, in den Medien und so weiter, zu wiederholen, sondern etwas anderes aufzuzeigen. Um all das, was wir eh schon kennen, noch einmal auf eine andere Ebene zu bringen. In meinem Vortrag behandle ich eine kleine Auswahl von Arbeiten, in denen ich mich mit den Wolken auseinandersetze. Nun, die Wolken haben es in sich. Wir sehen zwar die Wolken, aber letztlich entziehen sie sich unserem Zugriff. Wenn wir oben am Himmel eine Wolke sehen, können wir nicht bestimmen, wie lange diese Wolke da bleiben soll. Wenn eine Wolke verdunstet, ja in die Unsichtbarkeit abtaucht, können wir das nicht verhindern. Wir können es nur bezeugen. Die Wolke ist letztlich auch etwas, das wir nie vollständig verstehen.
Wir sehen also, hier gibt es eine Nähe zwischen den Wolken und der Kunst. Und ich behaupte, dass es hier eine Wahlverwandtschaft gibt. Sie sehen Anthony Howard mit mir in seinem Wohnzimmer irgendwo in London in der zweiten Hälfte der 90er Jahre, kurz nachdem ich meinen Abschluss an der Slade School of Fine Art an der University College London gemacht hatte, wo ich mit meinen Wolkenarbeiten begann. Und das gründete auf meiner langjährigen Auseinandersetzung mit dem Thema Landschaft, was ich aus Kassel mitgebracht hatte, wo ich mein erstes Studium absolvierte. Dort an der ehemaligen oder damaligen Gesamthochschule Kassel lernte ich Floris M. Neuses kennen, den experimentellen Fotograf, der mich dann auch in die Fotografie einführte, und Lucius Burkhardt, den Begründer der Spaziergangswissenschaft, die im Fachbereich Architektur, Stadtplanung und Landschaftsplanung angesiedelt war. Über Burkhardt kam ich auf das Thema Landschaft. Burkhardt selber war unter anderem beeinflusst von Georg Simmels Philosophie. Und beide, Simmel und Burkhardt, gehen davon aus, dass Landschaft nicht etwas ist, das wir betreten oder betasten können, sondern dass es sich hierbei vielmehr um ein ästhetisches Problem handelt, in anderen Worten, Wahrgenommenes. Nun, wie können wir uns das vorstellen? Beständig werden wir von dem, was uns umgibt, angesprochen. Sekündlich strömen auf uns Millionen von Eindrücken ein. Visuelle, auditive, olfaktorische, taktile. Diese Eindrücke werden selektiv bearbeitet und vermengen sich nun mit unseren eigenen Erinnerungen, Empfindungen und Zuständen. Und aus dieser Gemengenlage heraus entsteht so etwas wie, nun in Anführungszeichen, ein Inbild, das wir Landschaft nennen. Das sogenannte Inbild ist aber keine Konstruktion, also abgekoppelt von dem, was uns umgibt. Ganz im Gegenteil. Es ist Ausdruck eines hochkomplexen Zusammenspiels von dem, was uns umgibt und uns, die wir durch das Umfeld spazieren, es eben wahrnehmen. Wir werden also beständig von dem, was uns umgibt, angesprochen und darauf reagieren wir. Und eine Möglichkeit, darauf zu reagieren, ist wahrnehmen, in diesem Fall Landschaft. Und Wahrnehmung ereignet sich in einem bestimmten kulturellen Umfeld. In großen Teilen ist Wahrnehmen eine kulturelle Tätigkeit. Landschaft ist etwas Individuelles. Es gibt keine zwei Menschen, die an derselben Stelle stehen und in dieselbe Richtung schauen und dieselbe Landschaft wahrnehmen. Landschaft ist uns extrem nah und zugleich fern. Wir können sie weder betasten noch betreten. Gleichzeitig wirkt Ferne und Nähe, und wir werden gleich ein anderes Phänomen noch näher kennenlernen, wo das auch zutrifft, worauf ich dann eben näher eingehe. Also auch Landschaft ist etwas, das sich unserem Zugriff entzieht, und hier haben wir nun ein Dreiecksverhältnis Kunst, Wolke und Landschaft. Und dieses Dreiecksverhältnis wirkt nun weiter fort in diesem Vortrag, ohne dass ich dezidiert darauf eingehe. Und mit diesen drei Begriffen ist nun der Ton des Vortrags gesetzt. Kommen wir aber zurück zu diesem Bild mit Anthony Howard und mir.
Wir trafen uns bei ihm, weil wir dieses Herrn hier unten gedachten. Auf dem Bild, hier unten auf dem Boden stehend, eine kleine Bleistiftzeichnung, die Luke Howard zeigt, einen direkten Vorfahren von Anthony Howard. Luke Howard war es 1803 gelungen, die erste allgemein akzeptierte Wolkenklassifizierung zu publizieren, On the Modifications of Clouds, und wir kennen die Nomenklatur. Cirruswolken, Cumuluswolken, Nimbuswolken, Stratuswolken. Mit diesen Begriffen veränderte er grundlegend die Art und Weise, wie wir die Welt wahrnehmen. Er hatte nicht physisch in die Umwelt eingegriffen, er hat den Dingen nur Namen gegeben. Und damit grundlegend unseren Blick auf die Wolken und auf viel mehr verändert. Denn was vorher als unbestimmbar galt, war nun fassbar. Mit dieser Begriffssetzung fasste er die Wolken an, machte er die Wolken zu Objekten der Forschung. Und wir können uns heute das kaum mehr vorstellen, was das für einen Einfluss hatte. Bei manchen löste das omnipotentes Gehabe aus. Wenn wir die Wolken schon fassen können und messen können, dann sind wir noch zu mehr in der Lage. Jemand, der das gerochen hat, war Goethe, der übrigens begeistert war von Howards Leistung und auch Gedichte ihm zu Ehren schrieb. Aber er bemerkte auch, und ich gebe das jetzt einfach frei wieder, er bemerkte auch, dass wenn wir dann alle Wolken einmal festgehalten haben und sie vermessen haben, dass wir diese Wolken auch wieder loslassen müssen. Denn Wolken haben auch ihr Eigenleben. Diese Klassifizierung wurde viel gelesen, unter anderem auch vom Landschaftsmaler John Constable, einem Zeitgenossen Turners. Aber ganz im Gegensatz zu Turner, dem Kosmopolit, der durch Europa reiste, die Alpen kennenlernte, blieb Constable immer auf den britischen Inseln. Er blieb immer zu Hause. Und bei genauer Sicht sind seine Gemälde, ja, wie kann man sagen, Heimatorte, die über die besondere Darstellung des Himmels zu Landschaften geweitet werden. Und in der Tat waren die Himmelsdarstellungen für Constable the keynote, the source of sentiment. Und um 1820 erkannte er, dass seine Himmelsdarstellungen ja, ihn nicht ganz zufriedenstellten. Eine Landschaftsmalerei hatte ja Truth to Nature zu erfüllen. Sie musste wahrhaft die Natur darstellen. Und das erkannte er in seinen Himmelsdarstellungen nicht. Deshalb begann Constable 1821 mit einer bis heute einmaligen Wolkenstudienserie. Kleine Ölstudien, auf der Rückseite oft die Uhrzeit notiert, das Datum und die Wetterbedingungen. Oft, vor allen Dingen ab 1822, sieht man nur Wolken auf diesen kleinen Studien. Nun, auf diese Studienserie habe ich mich in meiner Arbeit John Constable's Clouds Are Still Passing 1995 bezogen, aber auf diese Arbeit gehe ich heute nicht ein. Wichtig ist mir nur der Hinweis auf die Landschaftsmalerei, weil immer wieder gibt es Referenzen zwischen dem, was ich tue, und der Geschichte der Landschaftsmalerei. Constable hat mit dieser Wolkenstudienserie nicht begonnen, weil er Luke Howards Wolkenklassifizierung gelesen hatte, sondern weil es ihm um seine Philosophie der Landschaftsmalerei ging.
Der Schwerpunkt des Vortrags bildet meine Serie von Cloud Walks, Wolkenspaziergänge. Die ich seit 1997 durchführe. Allerdings haben sich die Wolkenspaziergänge verändert und das hat mit meinem veränderten Zugang zu den Wolken zu tun. Wir werden am Ende des Vortrags dann sehen, wie sich das Ganze bei mir gewandelt hat. Die Wolkenspaziergänge begann ich also 1997 und die Konzeption der frühen Spaziergänge war noch geprägt von der Diskussion Kunst-Wissenschaft in den 90er Jahren. Und das drückte sich dann auch ganz besonders in den frühen Wolkenspaziergängen aus. Wir werden es jetzt gleich sehen. Wir beginnen mit dem Wolkenspaziergang Nummer 5, also eben noch aus der frühen Phase. Ein Wolkenspaziergang, der mich auf den Ben Lomond nördlich von Glasgow in die Wolken führte. Ja, Kunstwissenschaft. Damals ging es um unseren Zugang zur Welt, um Mensch und Natur. Und es wurde in dem Zusammenhang eben auch die Wissenschaft hinterfragt. Wie kommt sie zu ihren Erkenntnissen? Woher weiß sie, was es zu erforschen gilt? Und woher weiß sie, dass das, was gefunden wurde, auch das ist, was gesucht wurde? Nun, humorvoll wurde das Ganze dann in künstlerische Arbeiten reflektiert. Und ein Beispiel hierfür sind eben meine Cloud Walks. Wie immer bestimmte ich zunächst den Ort und nahm dann Kontakt mit den Wetterdiensten auf, um dann auch zu sehen, wann die Wetterbedingungen so sind, dass ein Wolkenspaziergang an dem bestimmten Ort auch möglich ist, Sinn macht. Und so geschah es auch hier beim Wolkenspaziergang Nummer 5. Und der 21. Dezember 1997 war der Tag, an dem die Wolkenbildung wirklich passte. Und Sie sehen hier eine Wolke, die extrem langsam übers Land zog und es so mir ermöglichte, in aller Ruhe auf dem Weg in die Wolke hineinzuspazieren. Hier mache ich noch einmal ein wenig Halt, weil ich nun aus zwei verschiedenen Richtungen mir das Phänomen der Wolken anschauen möchte. Das eine wäre mehr so eine populärwissenschaftliche Sichtweise. Im Prinzip eine Sichtweise, die den Anfang dieser Wolkenstudien, dieser Wolkenspaziergangsserie bestimmte. Und die zweite Sichtweise schaut mehr aus einer phänomenologischen Perspektive auf die Wolke. Also eine Perspektive, die heute mehr diese Wolkenspaziergangsserie bestimmt. Beginnen wir mit der ersten, dieser mehr populärwissenschaftlichen Sichtweise und schauen wir auf die Materie. Die Frage ist, aus was besteht eine Wolke? Nun, eine Wolke besteht aus winzigen Wassertröpfchen, die sich jeweils an ein Aerosolpartikel angesetzt haben. Betrachten wir zunächst einmal die winzigen Wassertröpfchen und schauen wir uns das mal an, wo die Feuchtigkeit überhaupt herkommt. Nun, all das auf der Erde, was Feuchtigkeit beinhaltet, gibt auch Feuchtigkeit ab. Feuchtigkeit verdunstet. Das heißt, Wassertröpfchen gehen in die Gasform über. Wassertröpfchen
Feuchtigkeit wird auf einmal unsichtbar. Und sobald die Feuchtigkeit, das Wassertröpfchen in Gasform übergegangen ist, wird die Feuchtigkeit in Luftpaketen durch die Thermik nach oben getrieben. Und je höher diese Luftpakete kommen, desto niedriger wird die Temperatur und der Luftdruck. Und ab einem bestimmten Level kann die Feuchtigkeit nicht mehr in der Gasform gehalten werden. Jetzt muss sie auskondensieren. Jetzt kommen die Aerosolpartikel ins Spiel. Also ganz grob gesagt, Staubpartikel in der Luft, die jetzt als Kondensationskeime agieren. Hier können sich jetzt jeweils ein winziges Wassertröpfchen andocken. Und Millionen dieser Symbiosen, dieser Verbindungen, Wassertröpfchen und Aerosolpartikel, ergeben das am Himmel entstehende Gebilde, das wir Wolke nennen. Nun, innerhalb einer Wolke spielt es keine Rolle mehr, woher diese Tröpfchen kommen, wo diese Feuchtigkeit dereinst einmal wirkte. Wir wissen, dass die Wolke ein wesentliches Element ist oder Teil des unendlichen Wasserkreislaufs. Einmal begonnen, hat er ja nie mehr aufgehört. Und dieser Wasserkreislauf ermöglichte das organische Leben, das wir kennen. Nun, diese Wassertröpfchen, die da oben sich nun in unserer Wolke versammeln, kommen aus allen möglichen Zusammenhängen davor. Es könnte zum Beispiel sein, dass ein solcher kleiner, so ein kleines winziges Wassertröpfchen einmal im Körper von Ihnen war oder von mir oder im Körper von John Lennon. Just imagine. So ein Tröpfchen könnte aber auch in einem Misthaufen gewesen sein, in einer Bratwurst oder in einer Leiche, einem Käfer oder einem Gänseblümchen. Auch ein Gänseblümchen braucht Feuchtigkeit und gibt sie beständig ab. Oder im Körper eines Pitbull-Terriers. Das spielt aber da oben in der Wolke keine Rolle mehr. Da oben wird alles neu gemischt. Es entstehen neue Einheiten. Innerhalb einer Wolke gibt es eine Dynamik, die dazu führt, dass diese winzigen Tröpfchen mit ihren Aerosolpartikeln mit anderen Wassertröpfchen und ihren jeweiligen Aerosolpartikeln zusammenstoßen. Und so entstehen größer werdende Wassertropfen innerhalb einer Wolke. Es braucht etwa 1 Million Zusammenstöße, damit ein Wassertropfen entsteht, der groß genug ist, um dann aus der Wolke als Regentropfen herauszufallen. Und was zwischen der Wolke und dem Erdboden nicht verdunstet, schlägt hier unten eben als Regentropfen auf. Das Gänseblümchen mag diesen Tropfen natürlich gerne. Sie gibt Feuchtigkeit ab, das Gänseblümchen, und es muss aber auch Feuchtigkeit aufnehmen. Oder wir trinken diesen Tropfen einmal mit einer Tasse Tee. Wir sehen also, jeder Tropfen, den wir da trinken, hat einen gewaltigen Inhalt, räumlich, zeitlich. Nun, nachdem wir gesehen haben, grob formuliert natürlich, sehr vereinfacht, wie ein Regentropfen entsteht, erahnen wir langsam das gewaltige Ereignis, das da abgeht in einer Wolke, um wenigstens einen kleinen Regenschauer zu erzeugen. Und dann scheint es auch gar nicht mehr so unverständlich, wenn ich sage, dass eine mittelgroße Schönwetterwolke das Gewicht von 2 Lokomotiven der Deutschen Bundesbahn hat. Wir wissen natürlich, dass 2 Lokomotiven der Deutschen Bundesbahn nicht lange am Himmel wären, aber genau diese Gewichte und noch viel mehr
müssen übers Land ziehen, damit der Regen möglichst gleichmäßig verteilt wird. Die Natur hat hierfür einen genialen Trick entwickelt, nämlich das Gewicht von zwei Lokomotiven der Deutschen Bundesbahn und mehr auf unendlich kleine Elemente zu verteilen, sodass der Wind sie übers Land treiben kann. Der Wind ist in der Tat ein wesentliches Element der Wolken. Die Wolke wirkt nicht nur nach unten, sondern auch in die entgegengesetzte Richtung. Sie strahlt, die Sonnenstrahlen zurück ins All. Mit ihnen ist es hier unten nicht so heiß. So viel aus dieser Sicht. Mehr so die materielle Seite der Wolke betrachtet. Schauen wir uns die Wolke einmal aus phänomenologischer Sicht an, und hier verändert sich die Perspektive, aber auch die Begrifflichkeit. Das Bild zeigt mich ja hier in dem Moment, in dem ich die Wolke betrete. Immer tiefer in diese Wolke hineinspaziere, und je tiefer ich hineinkomme, desto mehr werde ich umgeben vom Weiß der Wolken, und der Horizont um mich herum wird ausgeblendet. Es gibt scheinbar kein Vorher und Nachher. Nur noch das Hier und Jetzt. Auch akustisch verändert sich einiges. Rufe ich außerhalb der Wolke, ist dieser Ruf räumlich. Ich bemerke die Fernwirkung dessen, was ich da rufe. Geschieht das Gleiche innerhalb der Wolke, scheint diese räumliche Wirkung, diese Fernwirkung dieses Rufs weg zu sein. Es klingt matt, ganz nah. Nur noch das Hier und Jetzt. Auf dem Bild befinde ich mich in einem Übergangsbereich, der mich langsam in die Wolke hineinführt. Nun, Übergangsbereiche sind aus ästhetischer Sicht hochinteressante Gebiete, denn in diesen Bereichen entwickelt sich etwas in etwas anderes hinein. In diesem Fall komme ich eben immer mehr in die Wolke. Und die Frage ist, wann beginnt das andere? Nun, in diesem Fall gehen wir zurück und schauen uns das nochmal an, wann ich in die Wolke hineinkomme. Und dann bemerken wir, dass das gar nicht bestimmbar ist, der Anfang der Wolke. Sobald ich mich innerhalb einer Wolke wahrnehme, habe ich den Anfang schon verpasst. Ich stehe ja schon längst in ihr. Übergangsbereiche sind also nicht wirklich fassbar, nicht wirklich bestimmbar. Irgendwo beginnt das andere, aber der Beginn ist nicht eindeutig. Und dennoch verändert sich etwas. Wir kennen das, wenn wir außerhalb einer Wolke stehen, betrachten eine Wolke aus der Distanz, dass die Kontur ja aussieht wie eine klare Kante. Gehen wir aber nahe hin zur Wolke, betreten sie, dann sieht das ganz anders aus. Innerhalb einer Wolke verändert sich beständig die Sichtbarkeit. Ich bemerke, dass die Wolke ein hochfragiles Phänomen ist und dass sie in ihrer Anwesenheit die Möglichkeit ihrer Abwesenheit anzeigt. Wir alle kennen auch das Phänomen, wenn wir die Wolke aus der Distanz sehen, dass wir den Eindruck haben, dass es sich um einen konkreten Gegenstand handeln könnte. Spazieren wir aber hinein in eine Wolke, wie es hier gerade geschieht, kommen also der Wolke so nahe, wie es uns überhaupt möglich ist, und versuchen, das Phänomen zu fassen, greifen wir ins Leere.
Wir erfahren die Gleichzeitigkeit von Nähe und Ferne. Wir hatten das Problem schon bei der Landschaft, wenn Sie sich daran erinnern. Nähe und Ferne sind nicht nacheinander, sie wirken immer gleichzeitig. Und das zeigt uns eine Wolke unmittelbar. Die Gleichzeitigkeit von Nähe und Ferne, sie wirken überall. Nun nehmen wir es kaum wahr. Zum Beispiel unser eigener Körper, der uns ja lange wie etwas vorkommt, das uns ganz nah ist. Wir haben es unter Kontrolle, wir haben ihn verstanden. Er tut genau das, was wir von ihm wollen. Bis es auf einmal nicht mehr so ist. Das sind Momente, in denen uns bewusst wird, dass da noch was anderes ist. Dass der vermeintlich verständliche Körper auch Unverständliches birgt, wo wir nicht herankommen. Ferne und Nähe, das Verständliche und Nichtverständliche, das Sichtbare und Unsichtbare gehören zusammen. Und wie zum Beispiel im Sichtbaren das Unsichtbare mitschwingt, werde ich gleich in dem Vortrag noch zeigen. Damit machen wir Schluss mit dieser begrifflichen Analyse, haben aber jetzt ein wenig begriffliches Material gesammelt, das uns beim Fortgang des Vortrags helfen kann. Gehen wir weiter auf den Ben Lomond und schauen uns das mal an, was dann geschah und wie sich diese Kunstwissenschaftsdebatte in diesem Wolkenspaziergang ausdrückte. Nun, hier machte ich dann Halt, beschrieb das Phänomen, die Situation, machte Messungen, die auch ein Meteorologe machen würde. Ich zeige sie gleich auf dem Formular. Und am Schluss zog ich eine Probe, indem ich 2 Liter dieser Wolke in einen 2 Liter Glaskolben hineinzog. Der Glaskolben hat 2 Öffnungen, eine größere vorne, eine kleine hinten. Und mit dem Mund zog ich die Wolke hinein. Es ist übrigens ein Scheidtrichter. Es wird etwas geschieden aus dem ursprünglichen Naturzusammenhang. Allerdings, nicht wie oft vermutet, wird hiermit die Wolke aus der Natur herausgenommen. Ganz im Gegenteil, sie verbleibt weiterhin im Naturzusammenhang, allerdings in einem anderen, nämlich in diesem Glaskolben. Ja, danach wurde diese Flasche, dieser Glaskolben versiegelt. Es gibt noch eine Zweitversiegelung, die dann zu Hause durchgeführt wird. Ich zeige das auch noch gleich. Und danach wurde dieser Glaskolben verpackt und nur wenige Minuten später sah das dann so aus. Die Wolke war weg und ich befand mich auf dem Rückweg. Hier unten dann der Blick auf den Lake Lomond. Wir kommen gleich zurück zu diesem Bild. Ich zeige noch ein paar andere Details dieses Wolkenspaziergangs. Hier die topografische Karte mit der Markierung der Route und der Wolke. Und nun bitte ich Sie, sich die Art und Weise, wie ich hier die Wolke darstelle, sich das einmal zu merken, weil ich zeige am Schluss den jüngsten Wolkenspaziergang und Sie werden sehen, wie grundsätzlich sich die Markierung der Wolke auf der topografischen Karte verändert hat. Was eben auch mit meiner veränderten Sicht auf die Wolke zusammenhängt. Ja, hier das schon erwähnte Formular, auf dem die Messungen festgehalten wurden, Messungen, die auch jeder Meteorologe machen würde, die Höhe, Luftdruck, relative Luftfeuchte. Aber das Ganze kommt zusammen mit gefühlten Informationen, wie zum Beispiel, wie hört sich die Wolke an, wie schmeckt sie, wie riecht sie, hat sie ein Geschlecht? Unten sehen wir
die Zeugen, die dabei waren, meistens ist das nur ein Zeuge oder eine Zeugin, die dann auch die Aufnahmen machen. Hier waren es vier. Und ja, ich erwähne Irene Graham, eine Stadtverordnete der Stadt Glasgow. Sie hatte im Stadtparlament angekündigt, mich bei diesem Wolkenspaziergang zu begleiten. Und die Antwort des Stadtparlaments war, ja, wenn du das tust, kommst du in die Psychiatrie. Irene Graham machte die Fotografien und kam begeistert zurück nach Glasgow und berichtete vom Wolkenspaziergang Nummer 5 im Stadtparlament. Sie meinte, dass einigen die Kinnlade runtergefallen sei und sie wären doch gerne selber dabei gewesen. Jeder Wolkenspaziergang hat seine Holzkiste aus Eiche, in der die Flasche mit der Wolkenprobe gelagert wird. Wir sehen ja auch schon den Glaskolben mit der Zweitversiegelung. Und in der Kiste befinden sich dann auch topografische Karte, das Formular und die Fotografien. Davor liegt der Spazierstock, mit dem dieser Spaziergang ausgeführt wurde. Allerdings, Wolkenspaziergang 1 bis 7 wurden mit demselben Stock ausgeführt. Der Stock ist das verbindende Glied der ersten Wolkenspaziergänge. Erst die Wolkenspaziergänge danach haben jeweils ihre eigenen Stöcke. Hier zeige ich den großen Pfropfen des Scheidetrichters mit der Zweitversiegelung und dem Siegelstempel, die Wolke in der Box. Kommen wir zurück auf den Ben Lomond mit dem Blick nach unten auf den Lake Lomond. Wir bleiben jetzt ungefähr auf dieser Höhe und machen einen Sprung in das Jahr 2013 nach New York City, Manhattan und kommen auf das Dach des MetLife Buildings, des ehemaligen Pan Am Buildings, hinter dem Grand Central Station in Manhattan. Im Hintergrund sehen Sie die Spitze des Chrysler Buildings. Von 2012 bis 2013 arbeitete ich als Stipendiat der Hessischen Kulturstiftung in New York. In dieser Zeit entstanden einige Arbeiten, darunter auch der Cloudwalk No. 10. Ich zeige nur dieses eine Bild von dieser Arbeit, eine Fotografie von Manfred Reif, dem New Yorker Fotografen. Es ist auch nicht entstanden während des Spaziergangs, sondern es ist 1,5 Monate davor während der Ortsbegehung entstanden. Wer den Spaziergang sehen möchte, die Dokumentation, kann das gerne tun, und zwar findet man den Cloudwalk 10 auf meiner Webseite www.gerhardlang.com unter Work oder Arbeit. Ich möchte hier nur einige Dinge kurz ansprechen. Eine Veränderung, die mit dem Cloudwalk No. 10 in die Serie hineinkam. Zum einen ist das der erste Spaziergang, der in einer Stadt durchgeführt wurde. Stadt und Land werden also hier in dieser Serie verbunden. Zwei Lebensbereiche, die sich gegenseitig bedingen. Und ein Phänomen, das sie auch zusammenbringt, ist auch die Wolke. Dazu bestimmte ich vor dem Cloudwalk No. 10, dass von nun an diese Spaziergänge nur noch einmal stattfinden. Nicht wie davor, als die Konzeption noch viel stärker geprägt war von der Kunstwissenschaftsdebatte, in der die Wolke mehr so ein Objekt der Forschung war. Und die frühen Spaziergänge
waren so angelegt, dass wenn ich trotz der Wettervorhersage dann doch nicht sichtbar in die Wolke hineinkam, also die Wolken nicht das taten, was da vorhergesagt wurde, dass ich diese Spaziergänge an dem jeweiligen Ort wiederholte, um dann sichtbar in die Wolke hineinzukommen. Die Wolkenspaziergangsserie war insofern vorhersehbar geworden. In der Tat ist die Kunst oft vorhersehbarer als das Wetter. Wir tun gut daran, in der Kunst auch einmal das Unerwartete zu tun. In diesem Fall war es dann eben die Entscheidung, sich nun mehr der Wolke als Phänomen zu nähern, also ihre Unbestimmbarkeit nun in diese Serie aufzunehmen und das auch in der Serie, ja, auszudrücken. Deshalb von da an gibt es diese Spaziergänge immer nur einmal. Und da spielt es keine Rolle, ob ich nun sichtbar in die Wolke hineinkomme oder nicht. Denn ein Spaziergang wird ja nicht zum Wolkenspaziergang dadurch, dass ich nun sichtbar in eine Wolke komme, sondern dadurch, dass es um die Wolken geht. Und zwar hier die Wolke als Phänomen, als eben etwas Unbestimmbares. Wir haben ja schon gehört, dass die Wolke in ihrer Anwesenheit anzeigt, dass die Möglichkeit ihrer Abwesenheit gegeben ist. Wie auch bei den Vorgängerspaziergängen hatte ich hier Kontakt zum Wetterdienst. Und so starteten wir mit der Analyse des Wetters etwa 2 Wochen, bevor dann der Spaziergang stattfand, und schauten eben nach, wie sich die Dinge so entwickeln. Und immer mehr wurde klar, dass es der 31. Januar 2013 sein wird. Ein Tag, der ideal war für ein solches Unternehmen. Nun, am Morgen des 31. Januar um 5.30 Uhr erhielt ich die letzte aufwendige Vorhersage mit Modellberechnung und so weiter. Und der Wetterdienst sagte, wenn wir bis 11 Uhr auf dem Dach sind, dann sind wir mittendrin in den Wolken. Um 6 Uhr verließ ich dann das Apartment der Hessischen Kulturstiftung in Tribeca, gemeinsam mit dem New Yorker Fotograf Manfred Reif und der Wiener Soziologin Christina Lammer. Gegen 8 Uhr kamen wir am Grand Central Station an. Die Bedingungen waren ideal. Die Wolken hingen richtig tief. Man hätte im Prinzip da schon eine Probe nehmen können, aber das Ziel war ja hier das Dach vom MetLife Building, einem ehemaligen Helikopterflugplatz. Also ging es durch das Grand Central Station hindurch, hinein ins MetLife Building und nun die Treppen hinauf, 69 Stockwerke. Und dann öffneten wir die Tür und die Sicht, die uns dann geboten wurde, glich dem, was wir hier sehen. Innerhalb von 45 Minuten hatte sich das Wetter derart verändert, dass die Wolken auf einmal im Modus ihrer Abwesenheit anwesend waren. Nicht mehr sichtbar. So schnell kann es gehen mit der Wettervorhersage. Hier hatte sie noch nicht einmal 3,5 Stunden Bestand. Ja, und dann wurde ich gefragt, Herr Lang, wie gehen Sie mit dem Scheitern des Cloudwalks 10 um? Nun, wenn ich hier gesagt hätte, dass ich gescheitert sei, dann hätte ich damit auch gleichzeitig angezeigt, dass ich keine Ahnung habe von der Wolke, von dem Phänomenhaften der Wolke, weil darum ging es mir ja jetzt. Auch um ihre
Unplanbarkeit, ihre Nichtbestimmbarkeit. Das drückte sich jetzt erstmals in der Serie aus. Das fand ich toll. Gleichzeitig hatte die Wolke an diesem Tag, ohne dass wir das groß erkannten, ein wenig Unsicherheit hineingebracht nach New York City, in eine Stadt, die ja vorwiegend im rechten Winkel gebaut ist. Alles ist geplant, alles hat seine Ordnung, scheinbar alles verständlich geordnet. In der Tat, mit jeder Wolke, die da in so eine Stadt hineinzieht, kommt immer auch etwas Unplanbares herein. In ihrer minimalen Vorgehensweise verändert eine Wolke alles, auch in New York City. So viel zu diesem Cloudwalk Number 10, also die erste leise Veränderungen in dieser Serie. Wir springen jetzt auf ein anderes Dach und kommen in das Jahr 2017 und landen auf dem Dach des Deutschen Wetterdienstes in Offenbach am Main, allerdings weiter unten. Dort wurde ich 2017 eingeladen, eine Arbeit im Deutschen Wetterdienst durchzuführen, was dann zur Arbeit Nubi Tempora führte. Eine Arbeit, die aus zwei gegensätzlichen Teilen besteht. Aber in beiden Teilen geht es um dasselbe Phänomen. Eine Arbeit, die ich weiterführe, denn es gibt eine Edition von 12 und die erste dieser 12er Edition wurde vom Deutschen Wetterdienst erworben und man kann sie dort auch im Offenbacher Main im Deutschen Wetterdienst sehen. Nun, woraus besteht Nubi Tempora? Zum einen aus einer Zeichnung, die hier auf dem Dach des Deutschen Wetterdienstes entsteht. Ich sehe die vorbeiziehenden Wolken und zeichne. Der kontrollierende Blick auf das Papier unterbleibt. Eine Methode, die wir allgemein Blindzeichnen nennen. Allerdings habe ich diese Methode umgedacht. Denn es geht meiner Meinung nach hier gar nicht um das Blindsein. Ich bin auch hier nicht blind, sondern ich sehe ja weiterhin. Sondern es geht um das Sehen. Das Sehen, das wir selber nicht sehen, aber dafür sehen wir etwas. Hier zum Beispiel die Wolken. Das Sehen selber ist unsichtbar. Und das, was wir sehen, muss durch das Unsichtbare hindurch, um gesehen zu werden. Wir haben also hier, wie ich vorher schon mal ankündigte, das Phänomen, dass im Sichtbaren das Unsichtbare mitschwingt. Das hatten wir auch schon bei der Wolke, wenn Sie sich daran erinnern, der kleine Wassertropfen, der bei der Verdunstung übergeht in die Gasform und unsichtbar wird. Feuchtigkeit muss durch die Unsichtbarkeit hindurch, um als Wolke sichtbar zu werden. In der Sichtbarkeit der Wolke schwingt das Unsichtbare mit. Hier auch beim Sehen. Diese Methode heißt bei mir Visus Signatus, das gezeichnete Sehen. Und es ist eine Methode, mit der ich zumindest versuche, mich diesem unsichtbaren Sehen zu nähern, indem ich aber etwas sehe, hier zum Beispiel die Wolken, und zeichne. Das Besondere bei dieser Methode ist der ununterbrochene Zusammenhang, der hier entsteht, zwischen, nehmen wir mal die Sonne dazu, die das Licht gibt, der Sonne, der Wolke, den Augen, meinem Körper, der Hand, dem Bleistift und die gerade auf das Papier gezogene Linie. Ein ununterbrochener Zusammenhang, quasi ein Kurzschluss. Nur aufgrund dieses ununterbrochenen Zusammenhangs entsteht durch das Sehen
eine ganz besondere Nähe zu diesem Phänomen, die mit der konventionellen Zeichnungsmethode nicht zu haben ist. Und diese besondere Nähe vergleiche ich auch mit der besonderen Nähe, die bei den Wolkenspaziergängen entsteht. Nur anders. Eben indem ich in diese Wolke hineinspaziere. Hier sehe ich die Wolke aus einer Distanz, aber durch diesen ununterbrochenen Zusammenhang ergibt sich eine ganz besondere, andersartige Nähe. Bei der konventionellen Methode schauen wir ja beim Zeichnen auf das Papier. Der Kontakt zur Wolke zum Beispiel ist abgebrochen. Es gibt keinen Zusammenhang mehr. Wir zeichnen dann aus der Erinnerung. Das ist der große Unterschied mit dieser Methode, mit der Visus Signatus Methode. Nun, während ich da oben zeichnete, geschah gleichzeitig zwei Stockwerke unter mir etwas anderes. Im Rechenzentrum saßen im Hintergrund der Mathematiker Herr Löser und hier vorne der Meteorologe Herr Müller. Und Sie sehen schon, die Blickrichtung ist eine ganz andere, nicht mehr nach oben und nicht mehr hin zu den Wolken, sondern nun in die Horizontale hinein, in den Bildschirm, in dem Sie Zahlmaterial sehen, das Sie ordnen. Während ich oben zeichnete, wurden all die von den umliegenden Wetterstationen hereinkommenden Daten, dessen Zahlenkombinationen, geordnet, die dann Teil des Zahlenblatts wurden, eben des zweiten Teils dieser Arbeit. Und beides, die Zeichnung und das Zahlenblatt, zeigen das Gleiche, nur jeweils anders. Ich zeige jetzt mal das Zahlenblatt zunächst. Das sind noch die nicht interpretierten Zahlencodes, die dann später im Computersystem in Informationen umgewandelt werden, die dann die Grundlage für die Wettervorhersage bilden. Aber ich arbeitete mit den Rohdaten, die noch nicht interpretiert wurden, und verwendete sie für dieses Zahlenblatt, das übrigens nur ein Detail ist. Die Menge an Informationen, die da reinkommt, ist ja unermesslich. Genauso wie auch die Zeichnung nur ein Detail ist. Ja? Auch das, was ich da sah, war ja nur ein Teil des Ganzen. Also insofern sind beides immer nur Ausschnitte. Nun, in dieser Arbeit, die aus zwei Teilen besteht, wird im Medium der Linie, also mit der Zeichnung und dem Zahlenblatt, auf unterschiedliche Weise das Gleiche, nämlich die Wolke, gezeigt, aber jeweils anders. Ich zeige hier noch ein Detail dieses Zahlenblatts. Und die Lücken, die da sind, die zeigen an, dass von da an eben es mit einem anderen Station weitergeht, sei es Wetterstation, Radar oder ein Satellit. Und hier jetzt die Zeichnung, die gleichzeitig auf dem Dach des Deutschen Wetterdienstes entstand. Also beide, das Zahlenblatt und die Zeichnung, operieren mit dem Medium der Linie und zeigen auf unterschiedliche Weise das Gleiche anders, nämlich die Wolken. Bei der Zeichnung geht es mehr um ein mimetisches Annähern. Das Zahlenblatt wäre so etwas wie eine kontrollierende Distanz, während es in der Zeichnung um Wahrnehmung geht, verbinde ich mit dem Zahlenblatt mehr so ein Berechnen. Die Zeichnung verbinde ich mit Landschaft, mit etwas, das uneindeutig ist, nie ganz greifbar. Das sieht beim Zahlenblatt völlig anders aus, denn hier geht es ja um eine Vorhersage. Hier muss es eindeutig sein. Es darf nicht ambivalent daherkommen. Dann könnte der Deutsche Wetterdienst dicht machen. Also die Wettervorhersage muss eindeutig sein, klar, verständlich.
Das sind die beiden Teile, die die Arbeit Nubi Tempora ausmachen. Beides Mal wird das Gleiche, die Wolke, gezeigt, jeweils anders, aber nie direkt. Die Wolke kommt selber nie direkt vor. Sie wird gezeigt im Medium der Linie. Wir verlassen nun den Deutschen Wetterdienst und kommen nach Herrischried im südlichen Schwarzwald, was auf dem Dach des Deutschen Wetterdienstes seinen Anfang nahm, wurde dann weiterentwickelt, mit angeregt von den Landschaftsarchitekten August und Margret Künzel, die für mich eine große Staffelei bauen ließen, die wir auf dem Feld aufstellten, wo dann die ersten Zeichnungen entstanden. Großformatige Arbeiten hier 1,70 Meter mal 2,38 Meter. Ein Ölpastell, das Sehen der Wolken auf einem wesentlich größeren Format. Ich zeige hier ein wenig den Ort und die Staffelei. Man ist dort den Naturkräften unmittelbar ausgesetzt, auch vor allem dem Wind. Ja, der Ort gibt den Blick frei in die Ferne bis zu den Schweizer Bergen, und wir werden dann auch gleich zu den Schweizer Bergen gehen. Davor zeige ich noch drei Arbeiten, die im letzten Jahr entstanden sind, in Herrischried. Großzeichnungen hier mit Graphit, etwa 1,50 mal 2,38. In solchen Arbeiten spielt ab und an auch der Regen mit hinein, also der Inhalt der Wolke, der dann die Zeichnung nochmal radikal verändert. Das ist die letzte Arbeit, die ich zeige. In Herrischried hilft immer das Restauratorenpaar Kaspar Hildbrand und Andrea Schweiger. Und wir rieben hier das Pigment aus der Erde von Herrischried und machten daraus eine Aquarellfarbe, die im Prinzip den Hintergrund bildete für diese Zeichnung vom Sehen der Wolke. Und nun gehen wir wieder hinein in die Wolke. Jetzt haben wir sie immer gesehen aus der Ferne. Jetzt gehen wir noch einmal hinein in die Wolke und kommen nun zu den Schweizer Bergen, die ich ja von da oben gesehen habe, zum Furkerpass, wo am 31. August 2017 der Wolkenspaziergang 11 stattfand. Und erstmals zeigte sich hier eben in allen Details eines Wolkenspaziergangs eben die Veränderung, die in den letzten 10, 15 Jahren eben stattfanden. Diese Veränderung drückt sich nun in allen Details dieser Arbeit aus. Und das schauen wir uns jetzt einmal an. Ich zeige jetzt die Fotografien des Spaziergangs, ohne dass ich jetzt darüber spreche. Und vielleicht werden Sie gleich selber bemerken, was sich da alles verändert hat. Wir sehen allerdings hier schon, wie die Wolke mit aller Gewalt nach oben zieht. Der Furkerpass, noch kurz dazu, ist ein Ost-West-Pass ein idealer Ort für ein solches Unternehmen, denn die Wolken kommen da nahezu täglich. Und jetzt zeige ich die Fotografien.
Ja, so sah dieser Ort nach 3,5 Stunden aus. Die Wolken hatten sich immer mehr ausgebreitet. Und so kam ich hier zurück. Sie haben wahrscheinlich schon erkannt, dass ich nun im Gegensatz zum Wolkenspaziergang Nummer 5 nicht mehr in den Fotografien auftauche. Beim Wolkenspaziergang Nummer 5 war ich selber noch auf den Fotografien zu sehen, war immer im Vordergrund und die Wolken wurden durch meine Figur in den Hintergrund geschoben. Jetzt sind die Wolken ganz vorne. Die Fotografien zeigen, was ich durch den Fotoapparat gesehen habe, nämlich die Wolken. Die Wolken sind also einmal jetzt viel stärker, werden sie jetzt als Phänomen begriffen und sie sind stärker im Zentrum der Arbeit. Ich kam dann zurück zu diesem Hotel, das Hotel Furka Blick, oben auf dem Furka Pass, und ich spreche kurz über diesen Ort Furka Pass, der in den 80er und 90er Jahren eine wichtige Rolle spielte in der Schweizer Kunst. Damals wurde das Hotel Furka Blick vom Galeristen Marc Horstädtler betrieben, der in den Sommermonaten Künstler einlud. Künstler wie Remy Zaugg, Richard Long, Ulay und Abramowitsch, Paul Armand Schett, Dorothy von Windheim, auch James Lee Byers, der den Ort für die Kunst entdeckt hatte. Und all diese Künstler reagierten auf diese hochalpine Landschaft. Also ein Ort, in dem es um Landschaft, um Natur und Mensch ging. Ein Ort, der für mich ungemein spannend ist und den ich unbedingt in diese Wolkenspaziergangsserie einbinden wollte. Um das Jahr 2000 wurde das Hotel dann verkauft an die Richterlich Stiftung, die die Galerie unterstützt hatte und die nun das Hotel nicht weiter betreibt, aber dafür eben das Café und die Sammlung aufarbeitet, die in diesen Jahren, in den 80er, 90er Jahren eben entstanden ist. Eine enorme Sammlung hochspannender Arbeiten. Und wer einen Termin ausmacht, kann auch das Hotel noch sehen, das nahezu im ursprünglichen Zustand ist, und Arbeiten, die in der Zeit auf dem Furka Pass entstanden sind. Aber man kann auch einige Arbeiten noch im Außenraum sehen, wie zum Beispiel Per Kirkeby und Richard Long. Jetzt zeige ich noch zwei weitere Details dieses Wolkenspaziergangs, um zu zeigen, wie sich nun dieser andere Zugang zur Wolke, wie sich das ausdrückt, zum Beispiel auf der topografischen Karte. Vielleicht erinnern Sie sich noch an die Markierung der Wolke auf der topografischen Karte des Wolkenspaziergangs Nummer 5. Hier, wo es mir nun mehr um die Wolke als Phänomen geht, zeigt sich die Wolke anders. Das wurde aus dem Formular. Es gibt keine Messungen mehr. Die Wolke ist ja nicht einfach Temperatur oder relative Luftfeuchte. Und bei dem Datenblatt war es auch das Interessante, dass die meisten Betrachter sich immer auf dieses Datenblatt konzentrierten, denn das war das vermeintlich Verständliche. Das gibt es nun nicht mehr. Aus dem Datenblatt wurde mehr ein Titelblatt. Am Schluss zeige ich,
zwei Klischee-Wer-Arbeiten. Wir kommen also zurück zur Zeichnung. Weiterhin sehe ich die Wolken. Ich zeichne aber nicht mehr auf Papier, sondern auf Glasscheiben, mit denen ich in einer Dunkelkammer Fotopapier belichte. Und über diese Methode erzeuge ich Arbeiten mit einer faszinierenden Raumwirkung, die ich anders nicht hinbekomme. Nur über dieses Klischee-Wer-Verfahren. Ein Verfahren aus der Mitte des 19. Jahrhunderts, das auch von Künstlern eingesetzt wurde, zum Beispiel in der Schule von Barbizon am Waldrand von Fontainebleau. Landschaftsmaler wieder, eine Generation nach John Constable, den ich ja am Anfang erwähnte. Hier wurde diese Methode eingesetzt, unter anderem. Und das wäre die letzte Arbeit. Und mit der Schule von Barbizon nehme ich noch einmal die Gelegenheit wahr, um auf dieses Dreiecksverhältnis hinzuweisen, nämlich Wolke, Landschaft, Kunst. Nur eine Kunst, die sich nicht zu sehr mit dem Verständlichen gemein macht, kann den Anspruch erheben, etwas über das Phänomenhafte der Wolken auszusagen. Ja, über das Phänomenhafte ganz allgemein. Und damit komme ich zum Schluss dieses Vortrags. Aber bevor er zu Ende geht, noch zwei Bemerkungen. Wenn ich nun die letzten Worte gesagt habe, dann ziehe ich noch einmal mit dem Spazierstock eine Linie durch den Raum. Sie erinnern sich, am Anfang zog ich ja schon eine Linie durch den Raum und die zweite Linie nun am Schluss ist eine Linie, die sich auf die erste Linie bezieht. Wie sich das genau verhält, das sage ich Ihnen natürlich nicht. Hören Sie einfach genau hin. Und dann bedanke ich mich beim Deutschen Wetterdienst und dem Pressesprecher Uwe Kirsche für die Einladung. Es war mir eine Freude, über meine Sicht auf die Wolken heute zu sprechen. Vielen Dank also dafür. Und alles Gute nach Offenbach. Touching the Distance ist der Titel des Vortrags, der mit diesen Worten und der gleichgezogenen Linie sein Ende findet. Schön, dass Sie dabei waren. Vielen Dank.